Willkommen, ihr Lieben, bei Seemannsgarn, einer neuen Folge von Nicole Kreativgalerie. Oh, die Ostfriesen, wie sind die Ostfriesen? Sehr flexibel. Flexibel? In welcher Hinsicht? Wir haben die große Welt schon bereist, da wussten die noch gar nicht, wussten einen Tag, einige Menschen, die Erde wäre noch ein Teller. Oh, wie lange gibt es die Ostfriesen denn schon? Großes Volk, große Jäger. Wie lange? Oh, länger, wie es die Erde gibt. Uns gab es schon immer. Uns gab es schon immer? Ja. Habt ihr was mit den Wikingern zu tun? Nein, wir sind die Wikinger. Willkommen, ihr Lieben, im wunderschönen Ostfriesland. Nun ein kurzer Einstand. Die Dame an der Kinokasse fragt, haben Sie nicht schon dreimal eine Karte gekauft? Antwortet der Ostfriese, ja, aber der Mann am Eingang zerreißt sie mir immer. Nun, ihr Lieben, ich zerreiße euch die Kinokarten nicht. Aber ich zeige euch wunderschöne Fotografien und Videos aus Ostfriesland. Und dazwischen gibt's humorvolle und auch interessante Deichgespräche. Ich würde mich sehr freuen, wenn's euch gefällt. Viel Spaß dabei, eure Nicole Kreativgalerie. Wir sind die neumodischen Wikinger, wir laufen nicht mehr mit Hörnern durch die Gegend. Oh. Und Mehl trinken wir auch nicht, wir sind auf Bier umgestiegen. Welches Bier trinkt ihr denn hier in Ostfriesland? Jever. Jever, okay. Und wie schmeckt das? Ein Ostfriese, der sich auf was hält, der trinkt Jever. Ich habe gerade ein Schaf meckern gehört, bestimmt wegen Jever. Nee, die hat mir zugestimmt. Also theoretisch, ja. Muss man jetzt sagen, Prost. Ne? Der hat jetzt Jever gehört, der kommt wieder rüber und sagt, wo ist Bier? Was? Ja. Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat jetzt Jever gehört, dass es hier oben Bier gibt und der kommt gleich rüber, gesponnen über die Ems. Und holt sich sein Bier ab, Schaf. Können die Schafe schwimmen? Ja, können sie, aber es ist problematisch. Am besten dann ohne Wolle, weil sonst saufen die ab. Das ist wie mit den Schiffen, wenn sie zu schwer sind. Die gehen dann nämlich auch unter. So ist das bei den Schafen, auch wenn die noch die ganze Wolle dran haben. Die gehen unter wie ein Stein. Okay. Dann siehst du hier überall so weiße Knüttel auf dem Wasser rumschwimmen. Ja gut, also was ich wohl sagen muss, also was mir jetzt hier so aufgefallen ist die letzten drei Tage, hier gibt es ja Mücken ohne Ende, ne? Ja, Stachelbomber, das stimmt. Und die sind giftig. Also wenn, dann bringt euch auch Tarn mit, weil das hilft, das Einzige, was hilft. Oder viel duschen. Neben mir, da sitzt so ein Waschechter. Na, ihr wisst schon was, dreimal dürft ihr raten, Ostfriese. Nun, was betrachten wir hier? Wir sitzen hier irgendwo, wo sitzen wir hier? Wir sitzen hier in Leer. Gegenüber von uns ist der schönste Yachthafen in ganz Ostfriesland, Bingum, mit einem dazugehörigen Campingplatz. Da könnt ihr bestimmt super Urlaub machen, aber... Ich mache ja hier keine Werbung weiter. In einer schönen Kurve von der Ems, links von uns, ist die Jan-Berghoff-Brücke, wo alljährlich die Brücke hochgeht und schöne Kreuzfahrtschiffe der Meierwerft durchfahren Richtung Emden und zur Überführung gebracht werden. Meierwerft, du, das sagt mir doch was. Also ich kann mich erinnern, ich war da vor gefühlten 100 Jahren, bin ich da mal gewesen und habe mir damals so einen Luxusdampfer angeschaut. Du, das war der absolute Wahnsinn. Ja, weil nachts ist gegen Nacht ist das am allerschönsten, weil die Schiffe sehr schön beleuchtet sind, die Kreuzfahrtschiffe, da sieht das sehr schön aus. Da kann man richtig tolle Fotos und Videos von machen. Was auch noch sehr schön ist hier, es ist hier allerhand Vögel zu fliegen, zu schwimmen und zu springen und zu landen. Man sieht Kaninchen, man sieht Hasen, man sieht Krähen und allerhand und die Wolken und der Himmel, die hauen Motive raus. Da kriegst du eine Träne ins Auge. Ich sag euch mal, was ich jetzt gerade sehe. Also ich sehe unglaublich weite Flächen von Land und sattem Grün und ganz viel Wasser. Ja, da hinten sehe ich irgendwas, das leuchtet. Ich weiß nicht, wie heißt es da, was da so leuchtet? Die Jan-Berghaus-Brücke ist das. Das ist die Jan-Berghaus-Brücke. Und wofür braucht man die? Damit da Schiffe durchfahren können. Die wird dann hochgemacht und das rote Licht ist dazu da, damit da keiner vor die Brücke nagelt. Okay, da wisst ihr Bescheid. Also so reden die Ostfriesen.
Nun schaut euch doch einfach noch etwas in Ruhe um und schaut euch die schönen Bilder an. Und hinterher werden wir dann noch einen Abstecher nach Nock in Ostfriesland machen. Dort befindet sich ein sehr schöner Naturstrand und ihr werdet auch noch einiges dazu hören. Und falls es euch interessiert, gibt es dann noch zum Abschluss einen kurzen Abstecher nach Leer in der Nacht.